Safe and Sound. Oh, doch schön, den ganzen Scheiß. Schönen guten Tag. Hier ist der Kartoffelkönig. Und, ja. Die machen heute eine Westernpfanne. Ja. Und dazu muss ich natürlich erstmal Kartoffeln schälen und schneiden. Das ist allerdings jetzt für euch nicht gerade interessant, jetzt wieder eine halbe Stunde zuzugucken, wie ich Kartoffeln schäle und schneide. Deswegen überspringen wir das. Also wie gesagt, wir machen heute eine Westernpfanne. Da kommen einige Komponenten rein. Unter anderem auch diese Kartoffeln. Die wir ganz einfach, ne, Stellung in die gefällt, die wir einfach dann einmal vierteln, nochmal halbieren, nochmal halbieren. Ne, so ein kleines Stückchen, wie man das eigentlich auch unter anderem bei Bratkartoffeln macht. Schön und scheinbar auch noch ein bisschen, sehen wir es gleich. Jetzt hier meine Kartoffeln in der Nadel. Sieht man ja. Wasche ich noch mal einmal ein bisschen durch, da sieht man auch noch ein klein bisschen was abgeht, dann macht er nichts. Denn letztendlich hast du hier und da ab und zu mal trotzdem noch so ein Schimmelpünktchen oder was. Und dann wollen wir nämlich nicht mit hinhaben. Deswegen einmal kurz abgießen und dann brauchst du auch nur wirklich so viel Wasser reintun, wie du an Kartoffeln dann hast. Und das ist nämlich nur mal der Punkt. Du brauchst ja nur so viel reintun, wird auch wirklich raus. Dann können wir die Kartoffeln schon mal durchkochen. Das machen wir natürlich nicht im Standard. Standard Wasser, sondern klammern wir natürlich noch einen Schuss Salz mit rein. Schadet ja nichts. Ja. So, dann kochen wir erstmal Kartoffeln durch. Dabei brauchen wir uns jetzt auch nicht. Wir brauchen uns eine halbe Stunde beschäftigen. Nimm die Kartoffeln, durchkochen. So, das dauert jetzt erstmal wieder ein bisschen. Lass die mal machen. Pfanne gleich einladen. Das tut auch, was ich gesagt habe. Wir haben eine Kartoffel. Oh, eine Platte da drin. Western Blech. Blech! Ja? Wir brauchen dafür noch Tomaten. Ich habe natürlich frische Tomaten hier. Die schnibbeln wir mal eben noch, weil Tomätchen soll auch rein. Das ist auch scharf, das Ding, ne? Tomätchen soll auch rein. Das heißt, wir schnibbeln uns natürlich auch Tomätchen zurecht. Na, gehen wir schön rein mit der Pampe. Damit der auch schön fruchtig frisch wird. Lecker, lecker. Und ja, die hatte ich vorher schon gewaschen, die Tomaten. Ich hatte sie nur rübergelegt und dann vergessen, wieder mitzunehmen. Jedenfalls. Ne? Jedenfalls Jacke wie Hose. Die schimmeln wir uns mal drei Stück zurecht. Das sollte reichen. Oh, die ist überreif. Das riechst du und das fühlst du. Weil die dann doch deutlich weicher ist als die anderen. Ja, jedenfalls auf unser Westernblech machen wir Hühnerbrust, Tomate, Kartoffeln. Dann wird das alles mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika alles abgewürzt. Eventuell, damit ich überlegen, ob ich einen Schuss Hühnerbrühe drüber mache oder nur Olivenöl, also Tomätchen haben wir auch fertig. Da bin ich noch am Überlegen. Also, das könnte noch variieren, aber das seht ihr ja später im Video. Ne? Also, Jacke wie Hose, Kartoffeln kochen. Die können wir gleich schon abschütten. Dann haben wir unsere Zutaten mehr oder weniger schon da. Hähnchen muss bleibt natürlich im Kühlschrank, bis es soweit ist. Ja, so ist das, so ist das. Diesmal mal Kartoffeln gehabt. Seid ihr dabei oder was? Guck mal, hier steht Mehl. War immer ein Adventskalender, schön. Ne? Diesmal benutzt ihr mal einen Anschub, verbrennen wir mal nicht die Pfoten. Auch mal eine Idee, ne? Und erstmal gießen wir jetzt noch die scheiß Kartoffeln ab. Die sind genug gekocht. Scheiß Zerranfeld, da habe ich auch geschrumpft wie ein Bekloppter, dafür nichts von mir nichts. So. Von Masse her nicht die Welt. Allerdings, wenn ihr jetzt mal rechnet, kommen wir noch andere. Komponenten dazu, mir ist gerade eingefallen. Also Kartoffeln abgegossen und dann verliegen lassen. Was mir noch eingefallen ist, da müsste ich gerade mal im Kühlschrank gucken. Da haben wir ja schon ein Texas Blech dran. Hatte ich, glaube ich, noch, weil ich den Einweise hier noch gesehen hätte. Ah, genau. Wir haben nämlich hier noch ein paar Scheiben Schinken. Die können wir dann auch, die lassen wir genauso mit, wie mit dem, die lassen wir mit dem Hähnchen genauso im Kühlschrank. Das packen wir dann aber gleich zusammen. Dann können wir auch direkt mal ein bisschen Schinken drüber träufeln, dann geht dann auch noch mal ein bisschen Bums dran. So, Kartoffeln lassen wir einfach liegen. Ja, das muss ich eben gucken, weil das, ich weiß das nicht, ob ich das Essen zu zwei für dich haben wollte oder zu halb zwei. Dann, je nachdem muss ich halt gucken, wann ich was wann rein tue. Beziehungsweise wann ich den Rest hier fertig mache. Beziehungsweise Hähnchen schneiden, Schinken rein, fitzeln. Dann alles zusammen, ein bisschen ummischen, ein bisschen würzen. Dann im Ofen. Na gut, gucken wir gleich mal. Ah. Kartoffelchen. Also, so.
Und einen Scooter gefunden, natürlich. Nicht rein noch treten. Ich habe gesaugt und gewischt. Und schon ist alles wieder vollgesaugt. Vielen Dank. Ich könnte manchmal schauen. So, also erstmal machen wir das jetzt wie folgt. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Olivenöl. So. Ofen habe ich gerade angeschmissen, der heizt sich aber vor. Wir nehmen uns mal unsere gekochten Kartoffelchen, rein damit. Dann unsere Tomätchen, rein damit. Dann nehmen wir uns unser Hähnchenbrustfilet. Oh, das sind zwei dicke Stücke, das können wir eigentlich klein machen. Also, was machen wir? Wir machen da ein bisschen klein. Ist ja kein Problem, ne? Boah. Also machen wir es ein bisschen klein, das ist ja cool, wie dick das ist. Schneiden wir uns ja einfach mit der Schere Stücken raus. Das könnte ein Momentchen dauern. Das sind die schönsten Momente des Essens. Wenn du dir Mühe gibst und denkst dir, machst dir Arbeit und letztendlich zwei, drei Hapse, dann ist das Thema wieder durch, weißt du? Das ist das, was mich immer so tierisch nervt. Mhm. Salmonellengefahr aufpassen, ne? Deswegen, ja, wenn das jetzt schon geschnitten und dann in den Ofen guckt, habe so wild, aber ansonsten nehmen wir mal einen Schuss Olivenöl dazu. Noch mehr, ein Tick mehr ist, als ich dachte. Wir nehmen uns einen Schuss Hühnerbrühe. Nehmen wir nur ein Schüsschen, ne? So, dann nehmen wir uns hier nochmal einen Löffel, wäre gut, ne? Ja, Löffel wäre gut. Jetzt hier ein Löffelchen, damit wir das auch an allen Komponenten verteilt kriegen, ne?
dass das Hähnchen auch verteilt ist. Du willst ja nicht an einer Stelle nur Hähnchen und mal anders ist dann halt alles andere. Nur eine Karte Hähnchen, nur eine Karte Kartoffeln, weißt du, sowas halt. Das mischt man dann schon ein bisschen zusammen, außen kommt dann auch überall das Öl dran. Ja? Außen kommt dann auch überall das Öl hin. Das ist dann schon okay. Wenn du willst, kannst du auch eine vegetarische Ecke machen. Ja, Kühlhose. So. Wird das schon ein bisschen. Boah, ich will das hier verteilt haben, ey. Komm hier rüber. Ja. Kartoffel hier rüber. Egal wie das ordentlich ist, verkehrt, ey. So, jetzt haben wir den ganzen Rotz mehr oder weniger auch eingerieben. So, jetzt gehen wir nochmal lang. Hier Salz drüber. Da geht ja noch ein bisschen was verloren. Ein bisschen Pfeffer drüber. Kleinlutzkes bitte, sonst zu viel. Kommt jetzt unten was? So, einen kleinen Dunstnebel drüber. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Dann brauchen wir noch das typische, ich finde, ist nicht Paprika, nein, das ist Zimt. Paprika. Der Aroma. Ein schönes Aroma, vorsichtig jetzt hier, nicht verdaddeln. Ja, fein oben drüber. Und nein, ich habe es nicht vergessen. Da ist der Schinken. Der darf nicht fehlen. Man kann das jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen aufpeppen, indem man sagt zum Beispiel, ich werfe das jetzt hier einfach so, ich fitze das hier, schmeiß das so scheißegal technisch drüber. Dass es so sporadische Stücke so irgendwo zwischen sind, muss dann nochmal so ein Buh, ja, lecker! Ja, also sporadisch, nicht gerade geordnet, besser ist es. Und durcheinander ist immer ganz gut. So. Sieht jetzt wunderbar scheiße aus. So sieht's aus. So geht es jetzt im Ofen bei, im Lüft, 180 Grad wie immer. Ne? Und dann lassen wir das eine Zeit vor sich hindenken. Unterste Stufe. Und die Bing. So, jetzt können wir warten und ich euch kann aufräumen. Vom Aussehen her schwierig. Neue Überzeugungsschuhe. Muss das Elend ansehen. Riechen tut's gut. Riechen tut's gut. Lädt doch zum Nachmachen ein. So ein Ding hier vor sich zu machen. Das lädt doch total zum Nachmachen ein. Gott! Wird immer besser! Flipper aus. Kartoffeln. Ja, gute Idee. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.